Sony Interactive Entertainment präsentiert. Santa Monica Studio. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu unserer neuen Spielreihe God of War. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir spielen, beziehungsweise zu der ersten Folge, wir spielen God of War. Ja, ich freue mich enorm auf dieses Spiel. Wirklich enorm. Mochte die anderen Teile auch. Teil 3 habe ich vor kurzem ja erst gespielt. Jetzt direkt danach kommt der neue Teil. Weiß nicht, kann man das als Teil 4 bezeichnen? Darüber wird gestritten. Es könnte auch Teil 6 sein, ich weiß es nicht. Wir sagen einfach God of War. Jetzt können wir hier auf jeden Fall die Axt reinprügeln. Warum ich noch nicht gespielt habe, liegt einfach daran, dass die Vorarbeiten zu meinem Kanal, zu Spieler halt, enorm viel Zeit gefressen haben. Ja, und deshalb kam ich nicht wirklich dazu. Hab dann erstmal andere Spiele gespielt, um den Kanal zu füllen, aber jetzt wollen wir hier den Axt verprügeln. Leviathan-Axt schwingen. So, auf geht's. Gleich nochmal. Das steuern alles wir hier. Hab einen. Steig jetzt in das Boot. Auf jeden Fall ein sehr kleiner Baum, den wir hier haben. Das ist scheinbar der kleine Sohn, von dem man gelesen hat. Soll ich ihn noch ans Boot binden? Kratos war jetzt nicht unbedingt nett zu ihm, hatte ich das Gefühl. Und der Zahn der Zeit hat auch an ihn genagt. Ein bisschen älter geworden, der Gute. Vielleicht täuscht er das auch nur. Vielleicht ist er doch ganz lieb zu ihm. Wir werden sehen. Das reicht aus. Die Reise, die gezeichneten Bäume, dem Fluss aufwärts folgen. Okay. Boot steuern. Vater? Was?
Hat sich was verändert? Der Wald fühlt sich jetzt anders an. Alles ist anders, Junge. Denk nicht weiter darüber nach. Ja, Vater. Wo geht's denn hier lang? Ach, dahin. Was für ein netter kleiner Junge. So richtig freundlich und anständig. Wirkt er zumindest jetzt gerade. Aber bitte, was ist das für eine Grafik? Das ist der Wahnsinn. Das sieht so... Das sieht mega echt aus. Himmel. Fettes Ding. Fette Grafik. So. Dackeln hier hoch. Endlos Weg, oder was? Oh, guckt euch die Pfützen hier an. Ich weiß, ich freue mich hier gerade über eine Pfütze, aber guckt euch die an. Die sieht mega echt aus. Hammer. Fangt euch an zu stottern hier. Der Wald alleine. Heftig. Geht direkt das Herz auf. Hier wohnen wir wahrscheinlich. Das war der letzte. Dort sehe ich meine Mutter. Dort sehe ich meinen Vater. Schon rufen sie nach mir. 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 Sie ist bereit. Finde nach Hause. Du bist frei. Yeah.
mir leid. Das hilft. Das Messer gehörte ihr. Jetzt ist es deins. Kannst du jagen? Ein bisschen. Sag's mir. Jetzt? Jetzt. Was jagen wir? Du jagst Hirsche. Wo lang? Dahin, wo die Hirsche sind. Na dann, hier lang. Vater? Ja. Warum tun wir das jetzt? Ich muss wissen, ob du die Reise überleben kannst. Brechen wir zum Berg auf? Hängt ganz von dir ab. Jage. Ja, zum einen will ich ganz kurz sagen, ich habe enorm Gänsehaut gerade am ganzen Körper. Das ist ja Hammer und total traurig zugleich. Da mit der Mutter halt und Atreus heißt er, glaube ich. Das war wirklich ein Moment, wo ich mir gedacht habe, Gott. Naja. Gerade wenn so die Wunden noch frisch sitzen, wie auch bei mir sie sitzen. Aber das tut nichts zur Sache. Ja. Gehen wir hier lang? Und zum Zweiten, der Kleine ist enorm tätowiert. Was ist mit ihm? Seine Hände voll, sein Hals ist voll. Er hat einfach überall Tattoos hängen. Was hast du gefunden? Spuren, aber nicht von einem Hirsch. Ich suche weiter. Sehen Sie sich mit... R um, drücken Sie Option, um die Kameraeinstellung zu öffnen. Horizontale Geschwindigkeit der Kamera festlegen, horizontale Steuerung umkehren, nein. Okay. Also das Gameplay an sich hier rumlaufen fühlt sich auf jeden Fall schon mal ein Stück weit anders an, wie es bei Teil 3 war. Was ist das hier? Verloren ist wiedergefunden. Achso, verloren und wiedergefunden. Neue Artefakte verloren. Ich sehe vorne nach. Muss ich gestehen, ich habe zwar gesehen oder gelesen, dass das ein Stück weit überarbeitet wurde, aber es fühlt sich auch wirklich komplett anders an. Als wie noch bei Teil 3 so. Es fühlt sich irgendwie viel echter an. Ja, aber sie sind zu rund. Vielleicht ein Wildschwein. Gut. Gut. Oh, was jetzt? Kreis über den Spalt springen. Hier lang, Junge. Hep. Ja, okay. Oh. Halt! Hirschspuren, frisch. Hier lang. Halte nach vorne und drücke Kreis, um über Objekte zu springen. Oh. Das ist ein kleiner Hirsch. Langsam, Junge. Tut mir leid. Du willst Hirsche jagen, nicht verjagen. Ja, Vater. Muss ich mich... Ach, guck, hier liegt noch was. Erkunden Sie die Welt, um wertvolle Ressourcen zu finden. Oh, hier steht direkt eine Truhe. Oh. Hat er die mit dem Kopf eingeschlagen? Die Truhe, oder was? Hier lang, glaube ich. Na, ich
glaube, da kommen wir nicht rüber. Ich will es jetzt auch nicht wagen. Er hat unsere Brücke kaputt gemacht. Wie kommen wir jetzt rüber? Geh zur Seite. Axt ausrüsten. Um zu zielen. Drücken Sie R1 oder R2, um die Axt zu werfen. Wow. Los. Oh, was ist hier passiert? Axt zurückrufen? Oh, wer bin ich, Thor? Da ist der! Warte! Was machst du denn? Du hast ihn aufgescheucht! Schieß nur! Schieß nur, wenn ich es dir sage. Tut mir leid. Das ist belanglos. Mach es besser. Finde ihn. Finde ihn. Er scheint unseren guten Kratos hier sehr schwer zu fallen, seinen Zorn zu zügeln. Er ist da sehr aufbrausend. Mein Bogen! Nein, du bist nicht bereit! Was ist das denn? R1 leichter Angriff. Und R2 schwerer Angriff. Okay, ich muss mich ein bisschen an die Kamera gewöhnen. Das sind schwere Angriffe hier. Oh. Leben denn hier für Viecher im Wald, sag mal. So. Halten Sie L1 gedrückt, um zu blocken. Um auszuweichen. Ich hab auf jeden Fall ein Schild. So. Oh ja. Oh, er war schneller. Alter, Freunde, diese Grafik. Ich friss gleich einen Besen. So. Noch was? Raugar, die waren bisher noch nie so nah an unserem Wald. Geh weiter. Tagebucheintrag stand da gerade, oder was? Ach so, das war Heilzeugs. Wo ist er denn? Da ist er. Da oben! Im alten Tempel. Ich darf da aber nicht rein. Wir tun, was uns gefällt, Junge. Keine Ausreden. Okay, stecken wir die Axt mal wieder weg. Wir sollen scheinbar hier rein. Da. Kann ich meinen Bogen wieder haben? Triffst du ihn denn von hier? Wir sollten näher rangehen. Er lernt, der kleine Bursche. Ich war ein paar Mal mit Mutter auf der Jagd. Du wolltest mich nie mitnehmen. Warum jetzt? Es war ihr Wunsch. Und es war an der Zeit. Verstehe. So, hier gibt's auf jeden Fall wieder Canva von Teil 3. Oder ist es einfach nur, weil es hier heiß ist? Man weiß es nicht. Irgendwas knurrt hier. Oha. Gegnergesundheitsbalken. Im Kampf wird der Gegnergesundheitsbalken über ihm angezeigt, wenn er Schaden erleidet oder wenn Kratos ihn anvisiert. Äh.
muss noch ein bisschen am Ausweichen arbeiten. Ja, das war schon ganz gut. Der auch. Ja. Komm mal her hier, mein Freund. Ich hab echt gedacht, der wirft sein scheiß Schwert. Enorm fällt mir auf, es ist alles ein bisschen langsamer gegenüber von Teil 3. Was jetzt keine Kritik ist oder irgendwas Schlechtes bedeuten soll. Das ist einfach das, was mir direkt auffällt. Bei Teil 3 war das irgendwie alles ein bisschen schneller. Irgendwie muss das Tor aufgehen. Springen kann ich auch nicht mehr. Atreus, komm her. Warum soll er herkommen? Man weiß es nicht. Nee, da kannst du durch, kleiner Mann. Glaube ich. Achso, meine... Ah ja, ich kann wahrscheinlich nicht mehr fliegen und so. Die Gottkräfte sind doch weg, oder? Von Teil 3. Kratos lebt auf jeden Fall, aber... Er ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr gottgleich. Das ist doch vielleicht... Das friert ein? Ich sehe etwas da oben. Was siehst du denn? Hey, was siehst du denn da oben? Bist du ein Weg oder was? Den da meinst du? Mein Freund, da passiert aber nichts. Ach so, warte mal, vielleicht den hier. Oder meint er noch höher? Mit dem vielleicht. Das würde mir echt auch passieren. Schmeiß meine Axt, die bleibt einfach da hängen. Okay, der ist kaputt gegangen. Der auch. Oder kann ich da hochklettern? Hier ist auf jeden Fall auch was. Ziehen Sie mit L an der Kette und drücken Sie zum beenden Kreis. Ah. Ziehen Sie mit L2 und drücken Sie also Axt zu werfen. Wohin soll ich die werfen? Du hast es festgefroren. Sehr gut. Ah. Also... Okay. Wo gehst du hin? Ich glaube, wir müssen hier lang. Ja, warte mal, hier ist doch aber was. Wie geht? Was? Er braucht das nicht mehr. Wir schon. Was haben wir hier noch? Du? Kletterhäufchen, oder was? Oh, ich brenne! Ich brenne! Schmeiß dich in den Schnee! Ach du Scheiße! Wusste ja nicht, dass das Ding gleich so in die Luft fliegt.
So, okay, wir gucken mal da hinten, wo du hin wolltest. Freunde, diese Grafik, ne? Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Vater, sieh nur! Warte auf mein Zeichen. Ganz ruhig. Betrachte ihn nicht als ein Tier. Er ist einfach nur ein Ziel. Mach deinen Kopf frei. Halten Sie L2 gedrückt und bewegen Sie rechts. Ganz ruhig und atme ein. Fester Stand. Wenn das Ziel anvisiert ist, drücken Sie 4, um den Pfeil zu schießen. Ausatmen und loslassen. Gut. Betrachte ihn nicht als ein Tier. Er lebt noch. Dein Messer. Nein. Bring es selbst zu Ende. Ich kann nicht. Was bist du denn? Kämpfen wir etwa? Wir haben keine Wahl. Ey, der Stein. Atreus Pfeile. Drücken Sie Viereck, um Atreus Pfeile schießen zu lassen. Halten Sie L2 gedrückt und drücken Sie dann Viereck, um einen bestimmten Gegner anzuvisieren. Gegner greifen Kratos nicht an, wenn sie von einem Pfeil getroffen werden. In der Ecke unten rechts wird die Pfeilanzahl angezeigt, die Atreus abfeuern kann. Es dauert, bis verschossene Pfeile wieder aufgefüllt sind. Ja, moin. Ja, toll. Ich kann den nicht schlagen. So zieht ihn aber kaum was ab. Egal, ich attacke jetzt. Doch nicht. So, jetzt aber. Oh, oh, ja moin. Immer schön von hinten. Oh. Schieß, schieß, mein Kleiner. Oh, ich nehm zu viel Schaden. Ja, moin.
Zeit. Töte ihn! Mal ein bisschen mehr auf Distanz bleiben. Ach du Kacke. Gut gemacht, kleiner Mann. Warte, ich gebe ihm den Rest. R3. Junge. Oh, ich hab keine Angst vor dir! Du bist nichts gegen mich! Junge, sieh mich an! Sieh mich an, Junge! Junge! Sieh mich an! Erledigt. Du bist nicht bereit. Im Ernst? Aber der Hirsch! Ich hab mich bewiesen! Ich bin bereit! Wir gehen nach Hause. Ich war lange schon nicht mehr krank. Ich kann das. Du bist nicht bereit. So, ich bin hier fast tot. Ich werde mal ein paar Sachen einsammeln. So. Ich finde persönlich, er hat sich gut geschlagen, der kleine Scheißer. Kratos sieht das anders. Kratos seiner Meinung beugen wir uns natürlich. Deshalb gehen wir jetzt nach Hause. Aber ich werde die Folge hier vorher beenden. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.